Guten Morgen allerseits, herzlich willkommen zu Mathematik für NaturwissenschaftlerInnen. Letztes Mal kam auf der Chatwall noch die Frage auf, ob wir, nachdem wir jetzt gesehen haben, wie Mathe-Vorlesung so ist, doch nochmal über das Pausenthema reden sollen. Wie gesagt, ich kann das einfach nochmal zur Diskussion stellen oder zur Abstimmung. Das heißt, wir machen das einfach, ich frage Sie nochmal, machen wir mittwochs eine Pause oder nicht? Hier, sollen wir mittwochs eine Pause machen? Start. Haben Sie jetzt hier die Abstimmungsmöglichkeit? Gucken wir dann nachher, was da passiert. Den QR-Code kriegen Sie sowieso sofort wieder. Als jetzt eh hier weitergeht. Also das läuft im Hintergrund. Das finden Sie wie üblich hier unter UCKD heute. Oder eben mit dem QR-Code. Und dann wollen wir heute, bevor wir über Ableitungen reden, ein bisschen über Asymptoten sprechen. Das ist so ein Thema, wo ich auch glaube, dass Sie da schon drüber gesprochen haben. Zumindest Senkrechte, Waagrechte sind wahrscheinlich präsent. Schiefe, können wir mal gucken, was Ihnen da dazu einfällt. Also vielleicht mal als erstes schauen Sie auf diese Funktionen hier. Die habe ich wieder, sagen wir, definiert für alle x in R, wo halt dieser Ausdruck hier so definiert ist. Gibt es da Asymptoten, senkrecht, waagrecht, schief von diesem f hier oder von diesem g? Also f war 1 durch x minus 24, g von x ist 2x² plus 24 durch 5x plus x². Oder hier h, 2x² plus 24, gleicher Nenner wie g, gleicher Zähler wie g, Entschuldigung, was rede ich. Und dann hier durch x minus 3. Also, schreiben Sie mir da am besten auf die Chatwall, ob Sie irgendwelche Asymptoten sehen von diesen Funktionen. Ja, das geht ja auch schon ganz gut los. Also, hier wird vorgeschlagen, für f wird bisher vorgeschlagen, y gleich 0 als Asymptote und x gleich 24 als Asymptote. Also y gleich 0, das wäre eine waagrechte Asymptote und x gleich 24, das wäre eine senkrechte Asymptote. Und ich glaube, die können wir hier so sehen bei f. Soll ich da noch viel dazu sagen oder ein Bildchen malen oder einfach schnell weiter? Also das war die Geschichte hier, ne? F. Wie sieht das aus, wenn wir da so eine Skizze des Graphs machen, der Funktion f, dann haben wir hier bei 24 so eine senkrechte Asymptote, weil wenn Sie mit dem x nahe zu 24 hingehen, dann geht es auf der einen Seite nach plus unendlich, auf der anderen nach minus unendlich. Also hier haben wir so eine, ich waagrecht gerade gesagt, eine senkrechte bei x gleich 24. Und außerdem für x nach unendlich oder für x nach minus unendlich nähert sich der Funktionsgraph hier der Null an. Also da haben wir eine senkrechte Asymptote bei x gleich 24. Wie würden wir das begründen, dass wir die da haben? Da würden wir sagen, ja, da wird der Nenner 0 und der Zähler wird an der Stelle nicht 0. Ja? Nenner dort gleich 0, Zähler ungleich 0. Dann wissen wir, da haben wir eine senkrechte Asymptote. Ja, vielleicht können wir, upsala, ist das groß, diese Klammer hier etwas größer machen. So, und dann hätten wir eine waagrechte Asymptote. Y gleich 0. Und wie würden wir das begründen?
Da würden wir sagen, das ist deshalb der Fall, weil der Limes für x nach plus oder auch nach minus unendlich, das ist in dem Fall in beiden Fällen so, von f von x, weil der 0 ist. Also 1 würde schon reichen, wenn wir auf die eine Seite zu 0 gehen oder auf die andere. Das haben wir in jeder Richtung hier als waagrechte Asymptote. Sie stoppen mich einfach, wenn da jetzt irgendwie komische Sachen drinstecken. Und wenn das soweit okay ist, dann machen wir einfach zügig weiter. Und dann haben wir diese Asymptoten. Also senkrechte und waagrechte hier. Jetzt gucken wir mal, was Sie für die Funktion g vorgeschlagen haben. Das 2x² plus 24 durch 5x plus x². Also hier, den stimme ich auch zu. Für g, da wird y gleich 2 als waagrechte Asymptote vorgeschlagen und zwei Asymptoten in einem Reply, das hatte ich doch gar nicht, war doch verboten. Aber gut, x gleich 0 und x gleich minus 5 als senkrechte Asymptoten. Und zwar mit den gleichen Begründungen wie gerade eben. Ja, wenn wir hier diese Funktion anschauen, der Nenner wird 0 bei 0 und er wird 0 bei minus 5. Der Zähler, Sie sehen das gerade nicht, aber es ist immer noch die gleiche Funktion. Sie sehen, ich habe nichts gemacht, es ist nur eingekreist. Also die grüne Funktion, der Nenner wird 0 bei 0 und er wird 0 bei minus 5 und der Zähler ist an diesen Stellen nicht 0. Also haben wir da senkrechte Asymptoten. Das wäre also die grüne Funktion. Da haben wir hier senkrechte Asymptoten x gleich 0 und x gleich minus 5. Begründung wie vorhin hier unten. Und waagrecht, wie sieht es da aus? Ja, da schauen wir uns den Grenzwert an für x nach unendlich und auch den für x nach minus unendlich, falls die unterschiedlich sind. Und wenn da irgendwie eine Zahl rauskommt, dann ist das auch eine waagrechte Asymptote. Also sehen wir hier für große x entscheidende x-Quadrat-Terme. Was passiert? Da haben wir eine 2 im Zähler, eine 1 im Nenner. Also insgesamt geht es gegen 2. Deswegen haben wir eine waagrechte Asymptote. Waagrechte Asymptote y gleich 2. Gut. Das wäre also die Funktion f und die Funktion g. Und was sehen wir bei der Funktion h? Was wird da so vorgeschlagen? Schalten wir auch nochmal um hier. Ups, habe ich die hier nicht irgendwo? Ah, doch, hier, h. So, welche Asymptoten hat h? X gleich 3 schlagen Sie vor und keine waagrechte. Das sind die Vorschläge. Okay. Gut. Also x gleich 3 sicherlich mit der gleichen Begründung wie gerade eben. Bei h haben wir jetzt eine senkrechte Asymptote. X gleich 3. Wieder mit der Begründung, dass der Nenner 0 wird und der Zähler nicht 0 wird an dieser Stelle. Sie sagen keine waagrechte, da kann ich auch zustimmen. Aber es gibt noch eine Asymptote zu finden. Wie verhält sich das denn für sehr große x? Der Zählergrad ist gerade 1 größer als der Nennergrad. Das heißt, für sehr große x wird das irgendwie wie eine Gerade, sich einer Gerade annähern, aber halt eine Gerade mit einer Steigung, die ungleich 0 ist, also keine waagrechte Gerade, sondern wir werden so eine schiefe Asymptote finden. Also wie könnten wir denn die Gleichung so einer schiefen Asymptote finden? Selbst wenn Sie die Gleichung noch nicht wissen, was wäre die Methode, die wir da benutzen könnten, um so eine Gleichung für die schiefe Asymptote zu finden?
Ja. Okay, also Sie schauen sich das Verhältnis, das Verhalten für nach Plus oder Minus unendlich an, das ist richtig. Als erstes haben wir da bisher mal gelernt, dass wir da Grenzwerte bestimmen können. Dann würden wir sehen, okay, das geht nach unendlich oder nach minus unendlich. Das würde uns noch nicht reichen, ne? Weil wir würden ja gerne wissen, wie geht es nach Plus oder Minus unendlich. Sie haben jetzt schon gesagt, okay, wenn ich mal nur so hingucke, ich sehe doch hier vielleicht, dass 2x² im Zähler dominieren wird und das x im Nenner dominieren wird, also wird sich's für große x irgendwie wie 2x verhalten. Und das ist schon mal sehr gut. Da haben wir schon die Steigung der Geraden. Aber die Frage ist noch, ist das 2x plus 17 oder 2x minus 5 oder so? Das können wir tatsächlich ausrechnen. Mit welcher Methode können wir das rausfinden? Hab Sie schon nach der Methode gefragt. Gucken wir mal, ob Sie die kennen. Polynomdivision. Aha, die meisten kennen das irgendwie, aber sind sich nicht mehr so ganz sicher dabei und andere haben es noch nie gesehen. Also, Polynomdivision heißt, wir können wirklich den Zähler durch den Nenner teilen und das dann schreiben als ein neues Polynom plus einen Rest. Und der Rest wird klein für große x. Also machen wir das mal. Ich mache Ihnen mal die Polynomdivision an dem Beispiel vor und damit kennen Sie dann auch die Polynomdivision insgesamt. Also die schiefe Asymptote durch Polynomdivision. So, wenn Sie das. Kriegen wir das hier unten hin? Ja, ich glaube, die passt hier hin, die Polynomdivision. Schreib mal den Zähler erst ab. 2x² plus 24. Ich lasse mal so ein bisschen Platz hier, weil es keinen Term gibt, der proportional zu x ist. Und dann teilen wir durch den Nenner. Der Nenner ist x minus 3. Und ich habe mir, die waren eh schon so da, aber ich habe mir die Polynome so sortiert, dass ich hier so absteigende Potenzen habe von links nach rechts. So wie bei der schriftlichen Division wir uns die Zahlen ja so sortiert hinschreiben, dass die großen Zehnerpotenzen weiter links stehen als die kleinen Zehnerpotenzen. Das machen wir so bei Zahlen. So schreiben wir uns hier die großen x-Potenzen weiter links hin als die kleinen x-Potenzen. So, und jetzt gucken wir, wie oft passt die höchste x-Potenz hier in die höchste x-Potenz hier rein. Also wie oft passt das x in das 2x² rein? Ja, das passt 2x mal rein. Ne? Das ist übrigens die 2x, die Sie vorhin schon so durch Hingucken irgendwie gesehen haben. Also, was ist jetzt 2x mal x minus 3? Das ist 2x² minus 6x. So, und jetzt nehmen wir diese Zeile hier und ziehen sie von der Zeile darüber ab. Dieses Minuszeichen schreibt man vielleicht gar nicht immer hin, wenn man das weiß, dass das da hinkommt, aber ich schreibe es jetzt mal hier hin. Dann sind die x-Quadrat-Terme weg. Und dann bleibt hier ein 6x übrig, wegen Minus, Minus. Und dann holen wir noch von oben die 24 runter. So, und dann gucken wir wieder, wie oft passt das x, dieses x hier, in das 6x rein, also 6 mal. Und dann schreiben wir hin, plus 6. Dann haben wir 6 mal x minus, 6 mal x, ne, ist x. 6 mal minus 3 ist minus 18. Und dann ziehen wir wieder die untere Zeile von der oberen ab, sind die 6x weg, so haben wir es ja gerade arrangiert. Und dann haben wir 24 minus 18, das sind gerade 42. Dann bleiben also noch 42 übrig und die müssten wir, das sind die 42, die wir noch nicht durch x minus 3 geteilt haben, also schreiben wir hin, plus 42 durch x minus 3. Und jetzt haben wir unsere Funktion h. Hier oben stand sie, eben so geschrieben, dass wir viel leichter das Verhalten für große x ablesen können. Also das hier, das ist weiterhin unser h von x. Und jetzt sehen wir hier die schiefe Asymptote 2x plus 6.
Denn das, was da hinten noch kommt, der Rest, das ist ja irgendwas, was für große x gegen 0 geht. Das heißt, wir haben etwas, was für große x nicht verschwindet, das eine wächst sogar an, hier, und dann was, was für große x gegen 0 geht. Also sehen wir hier die schiefe Asymptote y gleich 2x plus 6. Jawohl. Jawohl, die Frage ist, wo kommen diese minus 6x hierher? Da habe ich die 2x mit dem, was hier steht, multipliziert. 2x mal x gab dieses 2x² hier und 2x mal minus 3 gab die minus 6. Vielleicht mal zum Vergleich, schriftliche Division funktioniert genauso. Ich weiß nicht genau, wie ist das? Diejenigen, die Polynomdivision kannten, also es waren ja viele, die es schon kannten, manche, die sich auch sogar noch daran erinnert haben, aber jetzt erinnern sich vielleicht noch mehr dran, die es schon kannten, es kann sein, dass sie es vielleicht irgendwie bis hierhin gemacht haben und dann gesagt haben, es gibt einen Rest oder dass sie überhaupt nur dann dividiert haben, wenn es keinen Rest gab und dass sie sowas hier nicht hingeschrieben haben. Kann das sein? Oder kennen sie es genau so, wie ich es hier hingeschrieben habe, einschließlich dieses letzten Terms? Okay, Sie wissen es alle nicht so genau oder wollen es mir nicht verraten. Also, dann machen wir kurz zwischendrin mal schriftliche Division zum Vergleich. Oder vielleicht wäre es gut, wenn wir dabei diese Rechnung hier noch sehen könnten, oder? Ja, das ist immer so eine Sache hier. Also wir behalten das mal hier. Und dann sagen wir, zum Vergleich, schriftliche Division von Zahlen. Wie haben wir das gemacht? Also da teilen wir jetzt vielleicht mal 2024 durch 13 oder sowas. Ja? Wie ging das? Da gucken wir, wie oft passt die 13 in die 20 rein, ja einmal, dann schreiben wir hier die 13 hin, wenn wir wollen, schreiben wir da auch wirklich ein Minuszeichen davor, machen wir 20 minus 13, gibt 7, dann holen wir die 2 runter, und sagen, wie oft passt die 13 in die 72, also 5 mal, oder? Dann haben wir 50 plus 15, also 65, und dann haben wir hier 72 minus 65 macht jetzt 7. Und dann kommt die 4 von da oben runter. Ach so, hier habe ich das Minus jetzt gar nicht mehr hingeschrieben, sehen Sie, aber wir können es hinschreiben, wenn wir wollen. Und dann kommt die 4 von da oben runter. Und dann sagen wir, gut, wie oft passt jetzt die 13 in die 74 rein? Wieder 5 mal. Dann haben wir hier 65. Und wenn wir das wieder abziehen, dann sind wir jetzt hier bei 9, die noch übrig bleiben. Und die 9, die haben wir noch nicht durch die 13 geteilt. Jetzt schreiben Sie das manchmal so, dass Sie da hinschreiben, Rest 9. Ich glaube, so hat man das in der Grundschule gemacht bei der schriftlichen Division. Aber geschickter wäre doch vielleicht, das wirklich als Zahl zu schreiben und zu sagen, gut, die 9 ist noch übrig, die muss noch durch 13 geteilt werden. Also plus 9 Dreizehntel. Und jetzt haben wir es genau so gemacht, wie oben drüber. Der einzige Unterschied ist, dass wir hier oben die Objekte nach x-Potenzen sortiert haben. Große x-Potenzen nach links, kleine x-Potenzen nach rechts und dann hier durchgegangen sind. Und hier unten haben wir eben die großen Zehnerpotenzen nach links und die kleinen Zehnerpotenzen nach rechts geschrieben. Also es ist genau die gleiche Methode. Wenn Sie das noch nie gemacht haben, dann üben Sie es ein bisschen. Ich zeige es Ihnen auch auf Khan Academy, wo Sie es da üben können. Und es kommt natürlich dann auch in den Übungen vor, aber vielleicht nicht oft genug. Deswegen lohnt es sich dann sicherlich, zu Khan zu gehen und das auch da nochmal zu üben.
Okay. Polynomdivision, so weit, so gut? Gut. Okay, also haben wir noch eine schiefe Asymptote gefunden. Und das tun wir gerne durch Polynomdivision. Dann wollen wir weitergehen zum nächsten Thema. Das wäre dann 4.5, Differenziation. Machen wir eine neue Seite auf. Vielleicht hierher. 4.5. Differenziation. Und da hatte ich Sie aufgefordert, sich das ein bisschen anzuschauen, an was Sie sich noch erinnern, was Sie in der Schule drüber gelernt haben, so Differentialquotient, Ableitung von Potenzen oder sowas. Jetzt schauen wir mal, was Sie so angegeben haben. Wie kommt denn das hier raus? Das ist ja ziemlich gleich. Das ist enger als bei der US-Präsidentschaftswahl, was hier bei der Pause rauskommt. So, sollen wir nochmal die Ableitung von x geht nach 1 durch x mittels Differentialquotient bestimmen? Ja, bitte, sagt die Mehrheit. Also, dann machen wir das als erstes mal zum Aufwärmen, wie das funktioniert hier. Und hier noch die Sachen veröffentlichen. So. Also, starten wir mal mit dieser Funktion f hier. Die geht von, sagen wir, r ohne die 0 in die reellen Zahlen und die bildet ab x nach f von x gleich 1 durch x. Okay, wie rechnen wir die Ableitung aus dieser Funktion? Wir sagen f' von x, das ist der Limes, Entschuldigung, vielleicht sagen wir f' an der Stelle x0, das ist der Limes von x geht gegen x0, f von x minus f von x0 durch x minus x0. Oder äquivalent, wir schreiben auch das x als irgendwie, das hier als x0 plus h, aber dann haben wir eh keine x mehr drin, sondern nur noch x0s, dann können wir die auch wieder x nennen. Also können wir auch sowas hier vielleicht machen wie f von x ist Limes h, Entschuldigung, f' von x ist Limes h nach 0, f von x plus h minus f von x durch h. Also das wäre gleiche Art von Ausdruck. Da haben wir es nur so geschrieben, dass wir schon gleich diese Differenz von der Stelle, an der wir die Ableitung berechnen und einer Stelle in der Nähe, dass wir der gleich einen Namen gegeben haben und diese Differenz geht dann gegen 0. Ist, glaube ich, zum praktischen Rechnen. Wir rechnen eh selten was wirklich aus mit dem Differentialquotient, aber ist, glaube ich, zum praktischen Rechnen so meistens angenehmer. Also rechnen wir mal so, in dem Fall hier. Was kommt dann da raus? Ja, jetzt setzen wir mal ein, unsere Funktion hier. Dann haben wir Limes h nach 0. Was ist f von x plus h? Das ist 1 durch x plus h minus, was haben wir da? 1 durch x und das Ganze noch durch h zu teilen. So, jetzt müssen wir diesen Grenzwert bestimmen. Also da steht ja Limes h nach 0, ziehen wir das 1 durch h mal geschwind nach vorne und dann bringen wir den Zähler auf den Hauptnenner. Wie sieht der Hauptnenner aus? Der ist x plus h mal x. Da müssen wir vorne mit x erweitern und hinten müssen wir mit x plus h erweitern. So, jetzt gehen hier so ein paar Sachen weg. Hier steht Limes
H nach 0. Im Zähler gehen die x gegeneinander weg und es bleibt ein minus h übrig. Dann haben wir noch ein h von dem Vorfaktor, ein x plus h und ein x. Jetzt können wir ein h kürzen. Hier h gekürzt, bleibt im Zähler eine minus 1 übrig. Und dann finden wir also hier den Limes h nach 0. Wegen mir, ich hätte ich da vorhin auch noch klammern sollen, oder? So, minus 1 durch x plus h mal x. Und jetzt können wir h sehr leicht nach 0 schicken. Jetzt steht hier minus 1 durch x Quadrat. So haben wir also die Ableitung von x geht nach 1 durch x ausgerechnet. Können Sie auch Ableitung von x hoch n oder sowas ausrechnen? Da nehmen Sie dann zwischendrin hier nicht auf den Hauptnenner bringen, sondern schreiben die ersten paar Terme von Binomi hin und so weiter. Okay, also so funktioniert das mit dem Differentialquotient. Und dann gab es so Rechenregeln. Also wir können dann zum Beispiel Polynome, können Sie ja alle ableiten, so Potenzen wie x hoch n werden abgeleitet zu n mal x hoch n minus 1. Und dann haben wir so Regeln, dass das linear auf die einzelnen Terme geht. Also wenn Sie die Summe von zwei Funktionen haben, dann ist die Ableitung die Summe der Ableitungen. Und dann gab es noch so schöne Sachen wie die Produktregel und die Kettenregel. Produktregel ging so: Sie haben eine Funktion f und eine Funktion g und die werden multipliziert. Und wenn Sie da die Ableitung davon bilden, dann ist das erste Funktion abgeleitet mal zweite plus erste Funktion mal die Ableitung der zweiten Funktion. Also f mal g abgeleitet gibt f' mal g plus f mal g'. Und dann hatten wir noch die Kettenregel. Die sagte, wenn wir zwei Funktionen verkettet haben, f nach g und das ableiten, dann gibt es die äußere Ableitung f' nach g mal die innere Ableitung g'. Oder wenn Sie das ausschreiben mit irgendwo einem Argument mit dran. Also was war f nach g an der Stelle x? Das war f von e von x. Und wenn wir das jetzt ableiten, e nach dx, wenn wir die x überall mitschleppen, von f von g von x, dann ist das f' von g von x. Sehen Sie, das ist dieses f' nach g hier, das, was bei g rauskommt, in f' eingesetzt, mal e' von x. Also das war die Produktregel und die Kettenregel, die vermutlich bekannt sind. Und dann habe ich Sie gefragt, ob Sie eigentlich auch die Quotientenregel als Regel gelernt haben. Gucken wir mal gerade hier an. Quotientenregel kenne ich, habe ich mal gesehen, aber um Himmels Willen habe ich noch nie gesehen. Okay. Also die Quotientenregel ist eigentlich keine eigene Regel, sondern die können wir zusammensetzen aus den Sachen, die jetzt gerade auf der Seite hier stehen. Da brauchen wir die Produktregel dafür, da brauchen wir die Kettenregel und da brauchen wir die Ableitung von x geht nach 1 durch x. Wenn wir das alles zusammennehmen, dann können wir die Quotientenregel zeigen. Und ja, dann mache ich das einfach mal vor zur Erinnerung und danach hat man, wenn man will, eine Formel, die man sich merken kann. Oder man spaltet Quotienten eh auf in Zähler mal 1 durch Nenner und verwendet die Produktregel auf diesen Ausdruck. Ja, das können Sie genauso gut machen. Also, Quotientenregel. Lassen Sie uns die mal errechnen. Sagen wir, wir haben f durch g und wollen das ableiten. Das ist doch das gleiche wie f mal 1 durch g. Und dann leiten wir das ab.
So, und jetzt haben wir die Produktregel hier als erstes. Also hier verwenden wir die Produktregel. Dann müssen wir also bilden f' mal 1 durch g plus f mal, und jetzt müssen wir 1 durch g ableiten. So, was ist 1 durch g ableiten? Das ist ja die Verkettung von der Funktion, die x nach 1 durch x schickt und g. Ja? Hier, das ist Verkettung. X geht nach 1 durch x nach g. Zuerst g anwenden und dann das Ergebnis in den Nenner schreiben. Also können wir jetzt die Kettenregel verwenden. Hier, Kettenregel. Im ersten Term passiert nichts, den schreiben wir ab. F' mal 1 durch g plus f mal, und jetzt brauchen wir die Kettenregel. Wenn wir 1 durch ableiten, dann kommt minus 1 durch das Ding im Quadrat raus. Also, minus 1 durch g Quadrat mal innere Ableitung g Strich. Ja, das ist die äußere Ableitung hier. Die kommt vom x geht nach 1 durch x, aber die muss ausgewertet werden an der Stelle g. Und das hier ist die innere Ableitung. Ja gut, und dann bringen wir das alles auf den Hauptnenner. Hier gibt es einen Nenner g Quadrat, hier gibt es nur einen Nenner g, also erweitern wir den ersten Term mit einem g. Und dann finden wir f' mal g minus f mal g' geteilt durch g Quadrat. Und das ist dann unsere Quotientenregel, die wir uns jetzt entweder merken oder die wir jedes Mal im Einzelfall auf dem Weg hier berechnen. Das ist Geschmackssache. So. Jawohl, gab es da irgendwo eine Bemerkung gerade? Nee. Okay. Das heißt, jetzt wären wir damit alle in der Lage, Polynome abzuleiten oder auch solche rationalen Funktionen im Zähler- und Polynom, im Nenner- und Polynom, die abzuleiten. Ist das okay soweit? Sind Sie damit klar oder gibt es da Einwände? Okay. Dann versuchen wir uns mal kurz dran zu erinnern, was war denn die Ableitung eigentlich? Also definiert hatten wir das mit diesem Differentialquotient hier, mit diesem Ding hier. Und was war das anschaulich? Ja? Die momentane Änderungsrate, jawohl. Und wenn Sie an den Graph denken, wie haben wir das dann noch genannt? Ah, Tangente ist ein gutes Stichwort. Diese Änderungsrate hätten wir erstmal Steigung genannt an der Stelle und dann hätte ich als nächstes gefragt, was ist denn die Steigung an der Stelle? Und dann hätten Sie gesagt, das ist die Steigung der Tangente an der Stelle. Und also anschaulich vielleicht nochmal. Schauen wir das nochmal drunter. Anschaulich. Ableitung an der Stelle x0. Das war die Steigung des Funktionsgraphs an der Stelle x0. Und genauer, das hieß Steigung der Tangente an den Graph an der Stelle
x0. Also wir haben so versucht, irgendwie so eine Tangente ranzumalen an unseren Funktionsgraphen und die Steigung abzulesen. So würden wir grafisch versuchen, eine Ableitung zu bestimmen. Und wenn wir schon gerade von Tangente reden, wie sieht denn die Gleichung für die Tangente aus? An der Stelle x0. Geben wir der Tangente mal einen Namen, nennen wir sie mal t, oder? Der Tangente t an der Stelle x0. Wenn wir also sowas sagen wie t von x, das muss ja jetzt so eine Geradengleichung werden, t von x, dann nehmen wir f an der Stelle x0, wenn das unsere Funktion ist, ja, Name der Funktion. Und dann nehmen wir als Steigung die Ableitung an der Stelle x0, f' von x0. Und dann müssen wir hier hinschreiben, mal x minus x0. Ja, jetzt haben wir so eine Geradengleichung. Das ist eine Gerade hier, das hat einen Term, der ist proportional zu x und eine Konstante. Und das haben wir jetzt gerade so eingerichtet, wenn wir mit dem x zum x0 hingehen, dann ist der Term hier 0 und es bleibt f von x0 übrig, also geht durch den gleichen Punkt wie die Funktion an der Stelle. Und die Steigung ist die gleiche, weil der Vorfaktor vor dem x genau das hier ist. Also so würden wir eine Tangente hinschreiben an der Stelle x0. Mit Hilfe des Funktionswerts an der Stelle x0 und der Ableitung an der Stelle x0. So, und jetzt möchte ich das so machen, dass wir nochmal vergessen, was eine Ableitung ist. Vor allem, dass wir diesen Differentialquotient von Augenblick vergessen, wie wir die ausrechnen. Und dass wir nur noch sagen, wir nennen eine Funktion differenzierbar, wenn wir sie durch eine Gerade approximieren können. Also wir nennen sie genauer an der Stelle x0 differenzierbar, wenn wir sie in der Nähe von x0 durch eine Gerade approximieren können. Das ist tatsächlich so, wie Sie das vielleicht irgendwann mal zum ersten Mal eingeführt haben. Da haben Sie vielleicht Ihr Lineal oder Geodreieck genommen und das irgendwie an so einem Funktionsgraph entlang geschoben und gesagt, damit möchte ich jetzt an der Stelle die Funktion approximieren und dann lese ich da irgendwie in so einem Steigungsdreieck eine Steigung ab und das nenne ich die Ableitung. Also jetzt gehen wir da zurück und sagen, Approximierbarkeit durch eine Gerade, das ist Differenzierbarkeit. Und dann schauen wir, was wir damit machen können. Das ist ein neuer Blick. Wir vergessen für einen Augenblick, wie wir Ableitungen ausrechnen. Wir vergessen für einen Augenblick die Sache mit dem Differentialquotient. Also wir haben jetzt noch nicht definiert, was Ableitungen sind, sondern wir machen es nochmal neu. Und am Ende sehen wir dann hoffentlich, dass das, was wir gleich finden, äquivalent ist zu dem, was wir vorher hatten. Aber der Vorteil ist, dass sich das in verschiedene Richtungen besser weiterentwickeln lässt dann später. Also, hoppla, neue Perspektive auf Differenzierbarkeit, aber das ist so ein langes Wort, ich schreibe da einfach Diffbarkeit. Wir sagen, so eine Funktion f ist diffbar in x0, genau dann, wenn, und das ist jetzt unsere Definition, ja, so definieren wir das jetzt, genau dann, wenn f in der Nähe von x0, also f ist in Nähe von x0 durch eine Gerade approximierbar.
So wollen wir das definieren. Und jetzt müssen wir das irgendwie in Formeln machen. Würden wir sagen, wir können das f von x für x, die nahe bei x0 sind, irgendwie schreiben durch so einen geraden Term, also sagen wir a plus b mal x minus x0, irgendwelchen Konstanten a und b, plus irgendeinen Rest. Ja, ich meine, ohne Rest geht das vielleicht, wenn die Funktion selber schon eine Gerade war, aber für jede andere Funktion machen wir irgendwie einen Fehler, wenn wir auf der einen Seite f von x schreiben und auf der anderen Seite nur so einen geraden Term. Und jetzt ist die Frage, was heißt denn hier approximierbar? Das ist irgendwie eine Aussage über diesen Rest. Das heißt, dieser Rest, der muss irgendwie klein sein, in einem geeigneten Sinne, klein gegenüber dem, was da vorher dran stand. Also, klein, zumindest nahe x0. Ja, was könnte das heißen? Wir wollen sicherlich, dass dieser Rest gegen 0 geht, wenn x sich x0 annähert. Dann soll der Rest sicherlich 0 sein. Aber wir wollen vielleicht noch ein bisschen mehr. Dieser Term hier, der geht auch gegen 0, wenn sich x x0 nähert. Und wir wollen ja, dass das nur eine kleine Korrektur zu dem hier ist. Das heißt, wir wollen, dass der schneller gegen 0 geht als der Term davor. Aber noch mehr. Rest soll schneller gegen 0 gehen als dieses x minus x0. Dann wäre das irgendwie sinnvoll. Ja, dann hätten wir das aufgespalten in einen führenden Anteil plus eine kleine Korrektur. Ansonsten, ja, wenn ich das irgendwie aufgeteilt habe, muss ich darüber sagen, in welchem Sinne der Rest klein ist. Also in genau diesem Sinn hier unten. Schneller gegen 0 als x minus x0. Das bräuchten wir. Okay. Und wenn das jetzt möglich ist, also wenn die Funktion diffbar in x0 ist, wenn sie also in der Nähe von x0 durch eine Gerade approximierbar ist, dann nennen wir den Vorfaktor hier vor dem x minus x0-Term, den nennen wir dann die Ableitung der Funktion. Also. Wenn wir f so schreiben können, also, wenn f in x0 diffbar ist, dann nennen wir b, kriegt einen neuen Namen, das nennen wir dann f' an der Stelle x0. Die Ableitung von f an der Stelle x0. Okay, und was muss das a übrigens sein? Für x nach x0 geht das hier schnell gegen 0, das hier geht auch gegen 0, bleibt nur das a übrig. Was muss das a dann sein? Ja, das muss der Funktionswert an der Stelle x0 sein.
Übrigens, A ist dann F an der Stelle x0. Sonst könnte es gar nicht passen. Aber es kommt uns jetzt an, nachher auf den Term hier. Ne? Wir wollen die Ableitung dadurch definieren. Aber jetzt brauchen wir irgendwie eine Methode, um dieses Zeug hier auszudrücken. Diese Aussage, dass der Rest kleiner ist als das, was hier steht. Und kleiner ist, dass er vor allem, wenn wir nahe genug mit dem x, nahe genug zum x0 gehen, dass er dann klein ist. Dafür brauchen wir irgendwie eine vernünftige Methode, um das auszudrücken. Und jetzt gucke ich mal, was hier so bei der Pausenfrage mittlerweile passiert. Sie sind gespalten, das Land ist gespalten. Ah, okay, also die Neins gewinnen weiterhin. Dann machen wir einfach ohne Pause weiter. Okay. So, schauen wir vielleicht trotzdem auch noch geschwind, was hier mit den Kommentaren los war. Ich werfe kurz einen Blick auf die Chatwall. X0 ist jetzt immer irgendeine beliebige Stelle, an der wir uns zum Beispiel für die Ableitung der Funktion interessieren. Aha, Sie sagen, das ist nicht okay, die Minderheit hier zu übergehen, zumindest eine kurze Pause machen. Könnte man durchaus argumentieren. Minderheitenschutz, ne, wenn die Minderheit gar nicht so klein ist, sondern fast die Hälfte ist derer, denen es nicht egal ist. Was ist der komische Bagel mit den Hörnern? Das ist doch mal eine berechtigte Frage. Das ist übrigens, Sie sehen, hat schon hier oben mal reingeschaut für heute, das ist das Klein-O und jetzt ist es hier komplett und das Klein-O, das ist ganz lieb, das wird uns jetzt gleich helfen, genauer zu formulieren, was für eine Eigenschaft dieser Rest hat. Also das ist klein o, merken Sie sich das schon mal? Blitzableiter, tolle Monster, okay. Das hatten wir vorhin, glaube ich, erklärt, das geht nach unendlich, also nichts Waagrechtes. Okay. Gut, also ich nehme Ihren Vorschlag an, dass wir hier nicht brutal die Mehrheit walzt, die Minderheit niedermachen, aber wir machen keine lange Pause, machen eine 5-Minuten-Pause, okay? So, ich habe ja fast schon die Pause geredet, jetzt sollen wir die nehmen? Nein, also wir machen eine wirkliche Pause. So, jetzt 5 Minuten Pause, um 8 nach geht's weiter und dann machen wir bis 10 vor. Dankeschön, bis gleich.
So, es geht weiter. Und zwar mit klein o. Also um präzise zu sagen, was es bedeutet, dass der Rest so klein ist, dass er kleiner ist als das, was hier davor steht, benutzen wir jetzt dieses klein o hier. Also, klein o. Wir definieren das so. Wir sagen, f von x ist ein klein o von g von x in irgendeinem Grenzwert, in irgendeinem Limes, also sagen wir mal im Limes x nach x0. Genau dann, wenn gilt, das ist die Definition, genau dann, wenn gilt, Limes x nach x0 von, sagen wir, f von x Betrag durch f durch g von x Betrag. Die Getragstriche sind nicht weiter wichtig, könnten Sie auch ohne die definieren hier an der Stelle. Aber meistens ist es eh angenehm, Beträge anzugucken, wenn man was anschätzt, ist 0. Also f, wir lesen das so, f von x ist ein klein o von g von x im Limes x nach x0. Wenn das hier gilt, wenn der Limes x nach x0 von f durch g 0 ist. Und was hätten wir nachher gerne? Wir hätten nachher gerne, dass unser Rest hier, dass das ein klein o von x minus x0 ist. Dass das etwas, was durch x minus x0 geteilt, immer noch gegen 0 geht. Also stellen Sie sich vor, wenn hier so ein Term steht, der irgendwie zum Beispiel x minus x0
Quadrat ist, der ist für kleine x kleiner, der ist für x nahe x0 kleiner als dieser lineare Term hier. Der ist ein Term, der, wenn man ihn durch x minus x0 teilt, immer noch gegen 0 geht. Ja? Dieser lineare Term hier, wenn wir den durch x minus x0 teilen, geht er nicht mehr gegen 0 in diesem Limes. Ne? Das heißt, das hier wäre dann auf jeden Fall ein bisschen kleiner als das hier. Das ist genau das, was wir haben wollen. Also deshalb diese komische Definition, f ist ein klein o von g, wenn der Limes von f durch g 0 ist. Und das alles immer in irgendeinem Limes, den man mit angeben muss. Manchmal ist der vom Kontext her klar, dann sehen Sie den nicht mehr. Aber der ist natürlich sehr wichtig. Also, der Rest von oben muss dann ein klein o von x minus x0 sein. Aber jetzt lernen wir erstmal das klein o kennen und dann gehen wir zurück zu der Diffbarkeitsgeschichte, wo wir es dann benutzen, zum ersten Mal so richtig. Erstmal Beispiele. Das können wir jetzt sagen. Wir können zum Beispiel sagen, x Quadrat ist ein klein o von x im Limes x geht nach 0. Oder das, was ich gerade schon gemacht habe, das ist im Prinzip das Gleiche, nur verschoben. X minus x0 Quadrat ist ein klein o von x minus x0 im Limes x geht nach x0. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, stimmt das, was hier steht? Naja, dann nehmen Sie das hier, das x Quadrat, teilen es durch das hier, durch das x. Bleibt ein x übrig, schicken Sie x nach 0, es geht nach 0. Aha, war richtig. Okay. Zweitens, das klappt natürlich auch so. Auch x hoch 3 ist ein klein o von x für x nach 0. Und x hoch 5 und x hoch 17 und so weiter auch. Sogar x hoch 1,03 ist ein klein o von x, weil noch ein bisschen was übrig bleibt, wenn Sie durch x geteilt haben. Ein bisschen was übrig bleibt, was gegen 0 geht. Hoppla. Jetzt Vorsicht, es ist wichtig, in welchem Grenzwert wir irgendwas anschauen. X ist auch ein klein o von x Quadrat im Limes x nach unendlich. Andere Limes. Ja, warum? Wir probieren es einfach aus. Limes x nach unendlich. Jetzt nehmen wir das, was hier steht, das x. Und teilen es durch das, was hier steht, das x Quadrat. Und dann haben wir also Limes x nach unendlich von 1 durch x, und das ist 0. Also das ist immer ein Platzhalter für irgendeine Funktion, die wir nicht genau angeben, die ein bestimmtes Verhalten hat in einem bestimmten Limes. Und das ist sehr angenehm, dann muss man nicht lange schreiben, plus einen Rest und der Rest hat folgende Eigenschaften, dann steht da irgendwie eine lange Bedingung, sondern man schreibt einfach plus ein klein o von irgendwas. Das lässt sich schon mal kürzer schreiben. Und der nächste Vorteil kommt dann, wenn wir im nächsten Schritt uns überlegen, dass wir sogar Rechenregeln für dieses Ding entwickeln können, dass wir da irgendwie mit weiteren Faktoren spielen können. Dann wird es richtig angenehm und viel angenehmer als zu schreiben, ich habe hier einen Rest mit der Eigenschaft plus noch einen Rest mit der Eigenschaft. Deswegen hat die Summe der Reste diese Eigenschaft oder sowas. Wenn wir dann einfach schreiben können, plus ein klein o von dem und ein klein o von dem und dann noch irgendwie lernen, wie wir das zusammenfassen, dann lässt sich damit sehr, sehr angenehm arbeiten. Deshalb also die kleinen o's. Jetzt probieren Sie es mal selber kurz. Ich biete Ihnen mal geschwind an, ich wisse hier, was hätte ich denn da? Machen wir mal die hier an. So, Vorsicht, lesen Sie die genau.
Was stimmt? X hoch 4 ist ein Kleinod von x hoch 7 für x nach 0 oder x hoch 7 ist ein Kleinod von x hoch 4 für x nach 0. Gleiche Frage für x nach unendlich mit x hoch 4, x hoch 7. Schauen Sie mal geschwind, was Sie da so davon halten. Jetzt sind Sie natürlich stark beeinflusst von dem, was schon an Abgaben da war, aber eigentlich muss man immer nur das x hoch 4 durch x hoch 7 oder x hoch 7 durch x hoch 4 teilen und einen Grenzwert ausführen. Okay, ja, das klappt ja super. Sie haben das sofort verstanden. Also für kleine x ist x hoch 7 viel kleiner als x hoch 4. Deswegen ist x hoch 7 ein klein o von x hoch 4, so wie das hier die Mehrheit auch sieht. Nee, jetzt nicht mehr da oben reinklicken, jetzt habe ich es doch schon aufgelöst. So, also ja, x hoch 7, und wenn Sie es ausprobieren wollen, teilen Sie die x hoch 7 durch die x hoch 4, bleibt ein x hoch 3 übrig, schicken Sie x nach 0, geht gegen 0. Umgekehrt wäre es nicht der Fall. X hoch 4 ist kein Kleinod von x hoch 7. X hoch 4 ist ja viel größer als x hoch 7 für kleine x. Und wenn Sie x hoch 4 durch x hoch 7 teilen, ist es 1 durch x hoch 3 und für x nach 0, naja, wird das groß, nicht klein. Also, x hoch 7 ist ein Kleinod von x hoch 4 für x nach 0. Ist richtig. Und umgekehrt, für große x, bei großen x sind die großen x-Potenzen groß und die kleinen x-Potenzen kleiner. Also x hoch 4 ist ein Kleinod von x hoch 7 für x nach unendlich. Andersrum als für x nach 0, da war x hoch 7 ein Kleinod von x hoch 4. Also jetzt ist x hoch 4 ein Kleinod von x hoch 7 für x nach unendlich. Nämlich, wenn wir das x hoch 4 durch x hoch 7 teilen, kommt dann 1 durch x hoch 3 raus. Wenn wir x nach unendlich schicken, geht es gegen 0. Also passt das auch hier. So sind wir also im Spiel mit dem kleinen o. Jetzt hätten wir damit eigentlich schon alles, um die Ableitungsgeschichten anzugucken. Aber vielleicht schreiben wir das gerade noch hier hin. Aus diesen Quizzen hatten wir jetzt x hoch 7 ist ein klein o von x hoch 4 für x nach 0 und x hoch 4 ist ein klein o von x hoch 7 für x nach unendlich. Jetzt kommt vielleicht jemand daher und behauptet, dass x mal ein klein o von x ein klein o von x Quadrat ist. Und dann fragen wir uns, stimmt denn das? Also fragen wir uns das mal. X mal klein o von x. X mal ein klein o von x. Ist das ein klein o von x Quadrat? Oder nicht? Ist das wahr oder falsch? Und vielleicht, bevor wir da so schnell wahr oder falsch klicken, überlegen wir uns sogar, was zur Hölle steht da eigentlich? Was heißt das eigentlich? Jeder von diesen Ausdrücken hier ist ein Platzhalter für eine Funktion, die wir nicht genauer angeben, von der wir nur sagen, wie die sich in irgendeinem Limes verhält. Hier haben wir jetzt gar kein Limes angegeben. Ne? Spezifizieren wir den mal nicht weiter, sagen wir zum Beispiel, für x nach x0. Eigentlich egal jetzt, ob das, also wenn das irgendwie funktioniert so als Rechenregel, dann
Oder machen wir x nach 0, dann ist es irgendwie konkreter hier. Aber es ist, Sie werden sehen, es ist irgendwie sinnvoller, wenn wir einzelne x-Potenzen rein- oder rausziehen wollen in das Klein-O, das wäre für x nach 0 oder für x nach unendlich. Wäre das irgendwie sinnvoll? Für x nach x0 würde man vielleicht eher so Ausdrücke wie so Faktoren wie x minus x0 oder x minus x0 hoch 17 rein- oder rausziehen wollen. Nicht, dass so Beziehungen auch nicht gelten würden, aber ich will sie da jetzt nicht auf die falsche Richtung schicken. Also für sowas hier wäre das eine interessante Frage. Ne? So, aber was heißt das jetzt? Das ist ein Platzhalter für eine Funktion, von der wir was wissen. Und das ist ein Platzhalter für irgendeine andere Funktion, von der wir auch irgendwas wissen, irgendwas anderes. Und die Frage ist jetzt also, wenn sich diese uns unbekannte Funktion hier so verhält, wie hier steht, verhält sich dann dieses Gesamte so, wie hier steht? Das ist das, was wir überprüfen müssen. So, also, jetzt geben wir dem mal den Namen hier. Jetzt sagen wir mal, das hier nenne ich jetzt mal g von x. Und da g von x ein klein o von x für, sagen wir mal, x nach 0 ist, gilt Limes x nach 0, e von x Betrag durch x Betrag ist gleich 0. Ja, das ist, weil da steht, das ist ein klein o. Und die Frage ist jetzt, Frage ist also, ist x mal g von x ein klein o von x Quadrat? Das ist das, was wir wissen wollen. So, dann probieren wir das einfach aus. Rechnen wir aus, Limes, sagen wir x nach 0, von x mal g von x durch x Quadrat. Wenn das 0 ist, dann ist x mal g von x ein klein o von x Quadrat und in dem Sinne wäre dann diese Gleichung hier oben richtig. Okay, da können wir ein x kürzen, dann steht da Limes x nach 0, e von x durch x, mit oder ohne Beträge. Ja, und von g von x durch x wissen wir, dass das gegen 0 geht. Also ja. Dann können wir hier oben aus dem Fragezeichen hier jetzt einen Haken machen. Gilt also. Und Sie sehen, diese ganze Überlegung hing jetzt nicht davon ab, in welchem Limes wir das Ganze betrachten. Es steht halt nur hier und hier und hier überall der gleiche Limes. Aber wenn jetzt da die ganze Zeit x nach unendlich gegangen wäre, dann wäre die Aussage genauso richtig gewesen. Wenn wir von dem einen Ding wissen, wie sich's verhält, dann wissen wir auch, wie sich x mal dieses Ding verhält. Ja. Ah ja, also manchmal mache ich einen Doppelpunkt und dann definiere ich das, was auf der Seite des Doppelpunkts ist dadurch. Also ich habe hier gerade gesagt, diese uns unbekannte Funktion hier, die, für die das klein o ein Platzhalter ist, die nenne ich jetzt g von x. Und deswegen habe ich den Doppelpunkt gemacht, weil vorher gab es kein g und das wird an der Stelle definiert. Also immer wenn ich irgendeine neue Größe oder wenn ich betonen will, dass ich da eine neue Größe gerade festlege, mache ich den Doppelpunkt und zwar auf der Seite, wo die neue Größe auftaucht. Ja, also das klein o ist wirklich ein kleines o, deswegen ist es ein Kreis und die 0, die Null ist eher so eine Ellipse, ne? Also die ist höher. Und also das klein o, das ist ein perfekter Kreis, wie Sie sehen, ich kann gute perfekte Kreise malen. Und wenn man das Klein-O aus der Nähe anschaut, dann wissen Sie ja, sieht so aus. Ne? Wenn Sie also reinzoomen,
Das ist klein o, dann können Sie das erkennen. Und tatsächlich, also was ganz Gemeines, es gibt in der Mathematik auch noch ein Groß O von x, da müssen wir ganz vorsichtig sein mit dem Schreiben. Aber das führe ich hier gar nicht ein, damit wir da nicht unnötig verwirren. Nur manchmal wird Ihnen das vielleicht irgendwo mal über den Weg laufen. Das gibt's auch, das ist ähnlich, aber anders definiert. Und jetzt hier, 0 ist eine Zahl und das klein o von x ist immer ein Platzhalter für irgendeine Funktion. Also hinter dem klein o kommen immer Klammern. Ja? Deswegen kann man es nicht verwechseln. Eine 0 taucht alleine auf und ein klein o von irgendwas hat immer ein von irgendwas dahinter stehen. Taucht nie alleine auf. Außer hier natürlich, aber da erkennen wir es auch. Gut, was haben wir jetzt gewonnen mit dieser Überlegung hier? Wir haben jetzt gewonnen eine Rechenregel für die kleinen O's. Das Ganze hätte ja genauso funktioniert, wenn wir hier gesagt hätten, ist x mal ein klein O von x vielleicht ein klein O von x Quadrat. Wenn wir mit genau der gleichen Regel draufgekommen, ja, Entschuldigung, ein klein O von x hoch 3. Wenn wir mit genau der gleichen Rechnung draufgekommen, ja natürlich, das stimmt auch. Und x Quadrat mal ein klein O von x hoch 3, das wäre dann auch ein klein O von x hoch 5 oder sowas. Mit genau so einer Rechnung. Sie kürzen halt immer die zusätzlichen x-Faktoren weg. Hier, von hier nach hier, in diesem Schritt. Das heißt, wir haben jetzt eine Rechenregel gewonnen. Damit erste Rechenregel für klein o. Wir wissen jetzt, dass zum Beispiel x hoch m mal ein klein o von x hoch n immer ein klein o von x hoch m plus n ist. Wir können da so Faktoren rein- und rausziehen in dieses klein o. Okay. Und ich glaube, jetzt sollten wir, nachdem wir uns mal so im luftleeren Raum überlegt haben, was das klein o ist, sollten wir das bei unseren Ableitungen da ins Spiel bringen. Also nochmal, ich gucke hier nochmal hin. Wir haben gesagt, f ist diffbar in x0, wenn sich es in der Nähe von x0 gut durch eine Gerade approximieren lässt. Das heißt, wenn wir schreiben können, f von x ist gleich, wir wissen, was hier steht, f von x0 plus irgendwas, was wir nachher f' von x0 nennen, mal x minus x0 plus einen Rest, ja, plus ein klein o von x minus x0. Also, zurück zur Diffbarkeit. Machen wir das mal grün. F ist diffbar in x0. Genau dann, wenn gilt, ich kann f für x in der Nähe von x0 so schreiben als f von x0 plus eine Konstante, und ich nenne die jetzt gleich, ich meine, ich könnte jetzt hier erst wieder b hinschreiben oder sowas, aber ich nenne die jetzt gleich f' von x0. Ja, wir kennen das f' von x0 noch nicht, aber es ist irgendeine Zahl. Plus ein klein o von x minus x0. Also, wir kennen das noch nicht, Moment, diese Zahl, die müssen wir gleich ausrechnen, aber wenn wir es also so schreiben können mit Zahl und Zahl und Rest, ja, wenn wir unser f für x in der Nähe von x0 so schreiben können, das in der Nähe von x0 müssen wir irgendwie mit angeben, also jetzt hier immer alles für x nach x0, das ist ja implizit in dieser kleinen o-Schreibweise.
Gut, dann stellen wir das mal ein bisschen um. Jetzt ziehen wir mal hier das f von x0 ab von dieser Gleichung. Dann steht hier auf der linken Seite f von x minus f von x0 ist gleich f' von x0 mal x minus x0 plus ein klein o von x minus x0. Dann teilen wir mal durch x minus x0. Das ist kein Problem, uns interessieren ja nur x in der Nähe von x0. X gleich x0 ist ja irgendwie, ist nicht, also wir teilen nicht durch 0. Wir teilen zwar vielleicht durch was Kleines, aber wir teilen nicht durch 0. So, dann steht hier also f von x minus f von x0 durch x minus x0 ist gleich f' von x0 plus ein klein o von x minus x0 durch x minus x0. Jetzt haben wir uns gerade überlegt, so einen Faktor können wir reinziehen. Das heißt, das hier, das ist ein klein o von 1. Und ein klein o von 1, das ist etwas, was in dem genannten Limes, der genannte Limes ist hier oben, gegen 0 geht. Das heißt, diese letzte Gleichung ist gleichbedeutend mit der Aussage, Limes x nach x0 von f von x minus f von x0 durch x minus x0 ist gleich diese Zahl, die wir in weiser Voraussicht bereits f' von x0 genannt hatten. Und jetzt sehen wir also unsere neue Sichtweise. Diffbarkeit ist Approximierbarkeit durch eine Gerade. Fehler ist, den wir dabei machen, ist klein in diesem Sinne hier. Die ist äquivalent zu unserer alten Definition mit dem Differentialquotient. Glück gehabt. Neue Definition mit Approximierbarkeit durch Gerade ist äquivalent zu alter Definition durch Differentialquotient. Okay. So, also wann immer wir jetzt sagen, f ist diffbar in x0, können wir sagen, okay, f lässt sich in der Nähe von x0 so schreiben hier. Ist das toll? Oder ist das komisch? Ah, das haben wir vorhin gar nicht aufgelöst. Also wir haben es aufgelöst, aber wir haben nicht auf die Abstimmungsergebnisse geguckt. Die Mehrheit sagt, es ist wahr, entweder vor oder nach der Auflösung, aber immerhin. Gut. Boah, was ist auf der Chatwall los? So viel, dass ich gar nicht mehr umschalten kann. Doch. Ja, können Sie vielleicht nochmal erklären, für was wir das klein o jetzt gebraucht haben? Na, um zu sagen, wie groß oder klein der Rest ist. Um zu sagen, wie sich der Rest verhält. Sonst hätten wir das jetzt nicht ausrechnen können gerade. Also nochmal, ich habe es extra so hier hingeschrieben schon, mit der Bezeichnung f' von x0. Ah ja, danke.
Also, wir brauchen das Klein O, um sagen zu können, wie sich unser Rest vorher, bevor wir Klein O hatten, hier, na, warten Sie, hoppla, was hat er jetzt gemacht? Hier war es, Entschuldigung, hier, bevor wir Klein O hatten, da stand hier nur Rest und dann in irgendwelchen Worten ausgedrückt, was der so für Verhaltensweisen haben soll. Und um das präzisieren zu können, haben wir das Klein O gebraucht. Und dann habe ich jetzt da hinten hier gleich hingeschrieben, was nachher rauskommt. Da habe ich gleich hingeschrieben F' von x0. An der Stelle, wo ich das zuerst hinschreibe, ist das halt irgendein komisches Zeichen. Hätte ich auch B schreiben können. Ich habe das deswegen da hinten schon so gemacht. An dieser Stelle hier, weil wir in genau dieser Form diese Gleichung dann gerne benutzen in Zukunft. Deswegen habe ich es jetzt hier schon so hingeschrieben. Aber wir hätten auch hier erstmal ein A und ein B hinschreiben können und dann sagen, ah, jetzt haben wir erkannt, was A und B sein müssen. Ja? Okay, aber Differenzierbarkeit heißt jetzt Approximierbarkeit durch eine Gerade. Hier steht der Funktionswert, hier steht der Funktionswert auf so einer Gerade und hier steht der Fehler, den wir machen. Und über den Fehler wissen wir, wie groß oder klein er ist. Und um auszudrücken, wie groß oder klein er ist, haben wir das liebe nette klein o hier verwendet. Ah. Ja, jetzt kommt diese Frage nochmal. Ich sag's Ihnen nochmal, zu Hause im Zoom-Livestream können Sie nur den einen Schirm sehen. Deswegen schalte ich manchmal die Chatwall da drauf und wenn sie dann da auch schon ist auf dem anderen, dann ist sie in dem Augenblick auf beiden. Aber ansonsten würde man sie in Zoom nicht sehen. Ja? Und noch deutlicher schreiben geht auf keinen Fall. Das ist leider nicht möglich. Okay. So. Warum brauchen wir überhaupt eine neue Definition? Na, weil das toll ist. Das haben Sie auch gerade alle gemerkt. Und weil das ein wichtiger Aspekt ist, zunächst mal. Approximierbarkeit durch was Lineares, das ist ein schönes Konzept. Und tatsächlich werden wir das im Laufe dieses und nächsten Semesters in zwei Richtungen dann aufbohren. In zwei Richtungen, wo wir von hier aus weiterkommen, wo wir allein mit dem Differentialquotient nicht weiterkommen würden. Das Erste, was wir dieses Semester noch anschauen, ist, vielleicht wollen wir manchmal Funktionen nicht nur durch Geraden approximieren, sondern durch irgendwas Besseres. Vielleicht wollen wir manchmal noch einen quadratischen Term dazu schreiben oder einen kubischen und dann auch wieder eine Aussage darüber machen, wie gut unsere Näherung jetzt ist, weil die Lineare vielleicht nicht genügt. Und dann haben wir genau das Handwerkszeug jetzt dafür. Das können wir dann damit perfekt ausdrücken. Das wird uns übrigens auf den Begriff der Reihen und speziell der Taylor-Reihen dann bringen. Das ist eine Richtung, wo vor allem das Konzeptionelle, die Art und Weise, über die Sache hier zu denken, uns nachher weiterhilft, um neue interessante Sachen kennenzulernen. Und das Zweite ist, wenn Sie bis zum Sommersemester hier mitmachen, dann machen wir irgendwann Funktionen, die von mehreren Variablen abhängen. Und dann können Sie sagen, was sind denn da Ableitungen? Dann können Sie einmal mit der Differentialquotientgeschichte losgehen und einmal mit dieser linearen Approximierbarkeit. Und dann kommen Sie tatsächlich zu unterschiedlichen Ableitungsbegriffen, die Sie alle brauchen können in mehreren Dimensionen. Und deshalb machen wir das jetzt hier gerade ausführlich, damit wir uns hier an diese konzeptionell vielleicht ein bisschen schwierige Denkweise gewöhnen können. Es erscheint ja so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge. Ne? Das ist linear approximierbar, wenn und überhaupt. Und dann noch so ein kleiner Rest ist, der sich so und so verhält. Und ah, übrigens, die Zahl, die hier steht, ist die Ableitung. Ja? Ich sehe es ein, das ist ein bisschen gemein. Ne? Aber so wollen wir drüber denken. Und das machen wir jetzt hier an einer Stelle, wo wir schon wissen, was nachher rauskommt.
sodass wir es dann später, wenn es irgendwo mal neu ist, sicherer verwenden können. Hier gibt es gerade noch eine Bemerkung. So, jetzt nochmal ganz leise bitte, sonst kann ich das nicht hören, was der Herr fragt. Ah, ein Kleinod von 1 hier, ne? Ein Kleinod von 1 ist etwas, was gegen 0 geht. Denn das ist ja ein Platzhalter für eine Funktion, die, wenn Sie sie durch 1 teilen und dann den Limes ausführen, um den es geht, der steht in dem Fall hier oben, gegen 0 geht. Und durch 1 teilen, das können wir auch sein lassen. Also die Funktion selber geht gegen 0. Ja, ein Kleinod von irgendwas ist ja immer was, was durch das irgendwas geteilt noch gegen 0 geht. Also was, was durch 1 geteilt gegen 0 geht, geht selbst gegen 0. Das ist eben die Aussage. Wir hätten auch einfach gucken können, ein Kleinod von x ist ja, Kleinod von x minus x0 ist ja etwas, was durch x minus x0 geteilt im Limes immer noch gegen 0 geht. Dann hätten wir auch gleich sagen können, okay, dieser blaue Bruch hier, der geht im Limes x nach x0 gegen 0. Das ist die gleiche Aussage, wie zu sagen, der ganze Bruch ist ein Kleinod von 1. Okay. Warum haben wir im letzten Schritt Limes x nach x0 verwendet? Wird hier noch gefragt auf der Chatwall. Weil immer, wenn irgendwo in so einer Gleichung so ein klein o drinsteht, ist das letztlich eine Aussage, die wir auch irgendwie anders ohne das klein o, aber dafür mit einem Limes-Ausdruck schreiben könnten. Genauso haben wir das klein o ja ursprünglich mal hier definiert. F ist ein klein o von g, wenn dieser Limes gilt. Jetzt haben wir irgendeinen längeren Ausdruck, da ist irgendwas ein klein o. Und dann können wir immer schreiben, das ist äquivalent zu so einer Gleichung mit so einem Limes. Aber das Schöne ist eben an der klein o-Geschichte, dass wir mit solchen Sachen, die wir jetzt hier schon gelernt haben, nachher rechnen können. Da müssen wir nicht schreiben, dieser Limes, die Aussage dieser Limes macht das und das, ist äquivalent zu der Aussage dieser Limes macht das und das und irgendwelche langen Ketten von Äquivalenzpfeilen hinschreiben und uns zwischendrin irgendwas überlegen, sondern wir können vorwärts einfach rechnen, irgendwelche Sachen hinschreiben mit kleinen O's, vielleicht sogar mit mehreren kleinen O's und die irgendwie miteinander verarbeiten. Das ist das Schöne daran. Okay, und gut. Also alle, die sich über die kalligraphischen Aspekte des kleinen O's Gedanken machen, das dürfen Sie natürlich tun, so viel Sie wollen. Das kleine O ist üblich. Das wird jetzt nicht mehr in anderen Buchstaben geändert. Da gibt es viele Bücher, in denen das so drin steht. Deswegen ist das jetzt ein klein o. Und da müssen wir einfach durch. Vielleicht, wir haben ja jetzt noch 5 Minuten. Ne? Mit der 5-Minuten-Pause machen wir bis 10 vor. Da könnten wir doch jetzt uns mal fragen, wie ist denn das, wenn wir ein klein o von x und ein klein o von x Quadrat addieren, wissen wir dann irgendwas über das Ergebnis? Also, Quiz. Klein o von x plus klein o von x Quadrat. Wissen wir da irgendwas drüber? Und zwar sagen wir jetzt auch wirklich, in welchem Limes? Ich sag mal im Limes x nach 0. Ja, ist das vielleicht wieder ein Klein-O von x
oder ein Kleinofen x Quadrat oder vielleicht dürfen wir die Hochzahlen irgendwie addieren und es ist ein Kleinofen x hoch 3. Das hatte ich Ihnen, glaube ich, angeboten, ne? Ah ja, gucken Sie, da kriegen wir fast eine Gleichverteilung der Antworten bisher. Oh, jetzt Kleinofen x geht in Führung. Ist toll, wenn man so live zugucken kann, wie die Balken. Jetzt ist wieder weggeschubst worden. Okay, gut. Jetzt rechnen wir erstmal nichts und überlegen es uns mal für einen Augenblick. Was für x nach 0, was ist das Kleinere? Das Kleinere ist ja das Kleinofen x Quadrat. Das verschwindet noch schneller als so ein Kleinofen x. Kleinofen x ist was, was durch x geteilt noch gegen 0 geht und ein Kleinofen x Quadrat ist was, was sogar durch x Quadrat geteilt noch gegen 0 geht. Also zum Beispiel x Quadrat selber ist ein Kleinofen x, aber kein Kleinofen x Quadrat. X hoch 3 ist sowohl ein Kleinofen x als auch ein Kleinofen x Quadrat. Aber über das hier wissen wir also mehr als über das hier. Die stärkere Aussage ist die hier mit dem Kleinofen x Quadrat. Denn wenn wir jetzt was addieren, was irgendwie klein ist und was noch kleiner ist, dann wissen wir über die Summe nur noch das Schwächere. Wir haben hier eine schwache Aussage, hier vorne, und hier eine starke Aussage, hier hinten. Jetzt zählen wir die zusammen. Wir haben zwei Reste, aber die Summe von den beiden ist nur noch so gut wie das Schwächere von den beiden. Also das Kleinofen x ist die richtige Antwort. Ja? Kleinofen x plus Kleinofen x Quadrat ist wieder ein Kleinofen x. Das wissen wir. Wenn Sie zwei Restterme haben und über den einen wissen Sie noch mehr als über den anderen, dann hilft Ihnen das für die Summe irgendwie nichts. Ne? Das ist zwar noch kleiner, aber Sie haben ja diesen Rest auch noch. Der steht ja weiterhin da. So, wie könnten wir das, sollen wir das rechnen? Nennen wir das mal g von x, nennen wir das mal h von x und dann wissen wir, Limes x nach 0, g von x durch x, das ist 0 und wir wissen, Limes a von x durch h Quadrat, das ist auch 0. Und jetzt schauen wir uns die Summe von den beiden an. Jetzt schauen wir uns an, was ist der Limes x nach 0 von e von x plus h von x durch x. Also wir testen mal, ob das ein Kleinofen x ist. Dann können wir ja irgendwie sagen, das ist kleiner gleich, Limes x nach 0, sagen wir g von x Betrag durch x plus a von x Betrag durch x. Vom ersten wissen wir eh schon, dass es 0 wird. Rechnen wir hier weiter. Also Limes x nach x0, g von x durch x, plus Limes x nach, Entschuldigung, 0 war es, nicht x0. Ne? So, da sollten wir richtig bleiben hier. X nach 0. Und jetzt schreiben wir mal h von x mal x durch x Quadrat.
Wir wissen ja, h durch x Quadrat geteilt, das geht gegen 0. Oder eine neue Zeile. Hm? Limes x nach 0, e von x durch x plus Limes x nach 0, h von x durch x Quadrat mal Limes x nach 0 von x. So, und jetzt haben wir lauter Sachen, die gehen alle gegen 0. Das geht gegen 0. Das geht gegen 0. Also ist es insgesamt 0. Das heißt, die Summe ist ein klein o von x. Und jetzt schreiben Sie nicht mit. Jetzt gucken Sie mal kurz, was wäre passiert, wenn wir getestet hätten, ob das ein klein o von x Quadrat ist. Dann hätten wir hier x Quadrat hingeschrieben und hier x Quadrat. Dann hätten wir zwar gewusst, dass der Limes von dem Term hier 0 ist, weil das h ist ja ein klein o von x Quadrat, aber über den Term hier hätten wir nichts mehr gewusst. Wir wissen nur, dass g durch x geteilt noch gegen 0 geht, aber durch x Quadrat geteilt hätten wir nichts mehr gewusst hier. Da bleibt ja, wenn wir das aufspalten würden, wäre ja noch ein x im Nenner übrig geblieben. Das heißt, das ist ein klein o von x, aber es ist kein klein o von x Quadrat. Okay, damit hören wir auf für heute. Wir gucken uns das am Freitag dann genauer an. Dankeschön.